So, willkommen zurück zur ersten Folge Plug and Play 6x6 Umbausatz. Wir fangen direkt mit dem Herzstück an. Das hier ist der Adapter, der später die Kraft an die dritte Achse weitergeben soll. Dafür braucht ihr einmal einen vorderen Triebling. Der kommt hier mit rein und ersetzt quasi den Deckel. Da einmal darauf achten, kommt darauf an, wie alt euer X-Max ist, dass das Zahnrad noch gut aussieht. In dem Fall ist noch alles okay. Und jetzt kommen wir direkt zur ersten und fast einzigsten Kleinigkeit, die geändert werden muss, um auf 6x6 umzubauen. Und zwar hier innen durch das Kugellager haben wir sehr wenig Platz an der Stelle. Das heißt, hier muss ein ganz kleines Stückchen Plastik weggeschnitten werden, damit der Deckel ordentlich passt. Das ist so das Einzigste, ja, was wirklich geändert werden muss. Und macht auch später, wenn ihr es nochmal zurückbauen wollt, auf 4x4 macht es hier eigentlich keinen Unterschied. Also ihr tut nicht irgendwas schwächen oder so. Nicht nur der Kranz, sondern auch hier oben von der Fläche muss ein bisschen was weg, weil das Kugellager sehr weit hier vorsteht und vom Schnitt her liegt es quasi hier auf. Also ihr könnt es jetzt, wie ich gerade wollte, mit dem Messer machen, aber am einfachsten ist es hier mit so einem Dremel. Oder einfach mit der Flex. Hol ich euch nochmal nah ran. Hier oben quasi einfach eine kleine gerade Fläche drauf schaffen. Nicht so weit, dass man das Loch kaputt macht, aber ungefähr so weit, wie es jetzt hier sieht, runter. Spiel passt auch perfekt. Sehr zufrieden. Also das wäre der erste Schritt zum 6x6 Umbau. Damit wäre schon mal gewährleistet, dass die vordere mit der hinteren Achse verbunden ist. So, nächster Schritt ist die 7075 Skid. Kommt hier drauf. Dafür die Schraube auch mit raus, weil die habe ich noch mitgenommen als Verstärkung, als Haltepunkt. Wir haben jetzt hier vorne, also ich kann es nicht tiefer senken, eine ganz kleine Kante. Also wenn ihr das noch mal ein Stückchen schöner haben wollt, dann auch einfach, wenn ihr es fertig reingeschraubt habt mit der Flex. Nochmal so ein Stückchen abgeschliffen und dann habt ihr hier auch keine Kante, die irgendwo hängen bleibt. So, weiter geht's. Wir haben jetzt hier unsere originale Heckachse, komplett so wie sie ja, vom X-Max abgeschraubt wurde. So, das erste, was wir machen, ist hier die Abstandshalter rein. Die Teile. So, dann die gekürzte Welle zusammen mit dem Nippel.
Dann brauchen wir den Abstandshalter. Der kommt so rum hier drauf. So, als nächstes die 3x-Stützen rein, die geben hier dem Ganzen Stabilität. Und dann noch die kurzen Chassisstreben hier hinten rein. So, dann hier einmal mit einem 4 mm Bohrer durchbohren. Damit wäre das Grundgerüst schon mal fertig. Jetzt ganz wichtig, Differential müssen wir noch einmal aufmachen. Und zwar, wenn wir jetzt so, ja, ich baue es gerade nochmal ein, dann seht ihr es. Wenn wir jetzt so wie es Original ist, versuchen würden zu fahren, die Reifen nach vorne drehen, drehen die sich rückwärts. Deswegen müssen wir das Differential einmal drehen. Und damit das, wenn das repariert wird, dass man das nicht falsch macht, ist hier eine kleine Sperre. Den kleinen Nippel müsst ihr noch wegmachen, damit ihr es umdrehen könnt. So, und jetzt laufen. Ja. Jetzt laufen alle Achsen in die gleiche Richtung. Dementsprechend muss auch der Motor, der hinten sitzt, falsch rumlaufen. Dann noch hier einen kleinen Heckbumper, damit die Wheelie-Bar und der richtige Bumper wieder dran passt. Ja, das war's erstmal für heute. Das ist, glaube ich, 2 Uhr nachts oder so. Ich mache mir jetzt noch Gedanken, wie wir den Regler hinten reinbekommen. Ich denke mal upside down hier an die Streben. Akkufach muss ich mir auch noch was Neues überlegen. Und dann sind wir schon fast fertig. So, dann habe ich hier noch einen Reglerhalter gerade schnell gezeichnet. Passend für Original. Max 5 und Max 6. Wird quasi einfach draufgeschraubt und kommt dann oben auf die Streben. Das machen wir gleich noch. So, willkommen zurück. Was heißt willkommen zurück? Ich mache das ja, ich mache hier, denke ich mal, nur ein Video draus. Die Lampe habe ich gerade noch festgeschraubt. Da war jetzt nichts Besonderes dabei.
Ich habe leider irgendwo das scheiß Ritzel verlegt. Ich muss nochmal suchen. Ansonsten wäre hier das auch schon zu und Motor eingestellt und die Abdeckung drauf. Aber egal, jetzt machen wir erstmal mit dem Akkuhalter weiter. Hier die habe ich gezeichnet und die bauen wir jetzt ein. So, wird quasi hier unten an dem Nippel draufgeklickt. Und hier unter die Stange. So, das ist der hintere Halter. Jetzt, ich habe hier ein altes Case. Das wird auch später die Größe, die wir verbauen. Das einmal hier festmachen. Den vorderen Halter einmal festmachen. So, die Bohrhalter installiert. Jetzt kann man die nochmal wegdrehen, dass man besser arbeiten kann. Kann man sogar noch. Ah, genau, eigentlich schwer zu verschieben. Man ist ja aus TPU-Gummi. Gerade mal gucken, wie der Regler jetzt noch reinpasst. Hat ich glaube ich schon mal gezeigt, das hier ist die. Reglerplatte wird ebenfalls hier mit 6 Kabelbinder oben dran festgemacht. Und die langen Kabel hier gehen zum vorderen Regler, dass alles gleichzeitig Strom bekommt und die Akkus auch gleichmäßig leer werden und die Regler zum gleichen Zeitpunkt ausgehen. Ja. Ich glaube, ich muss das Ganze noch mal umdrehen. Dass wir mit dem Regler unter die Stangen kommen. Oder es ist hier genug Platz, dass es so bleiben kann. Er liegt genau auf. Das heißt, er muss bis hier nach hinten. Oh, das wird verdammt knapp. Das gefällt mir nicht. Wir haben hier oben, da zieht der Lüfter die Luft. Und wir liegen quasi genau da auf. Das ist scheiße. Das heißt, ich muss irgendwie hinbekommen, dass die Platte noch ein Stückchen weiter zurückwandert, um da wieder einen Spalt zu. Um hier wieder einen Spalt zu kriegen, dass sie da ordentlich Luft ziehen kann. Knappe Geschichte, aber kriegen wir hin. Müssen 4 Kabelbinder ausreichen. Hier auf jeden Fall genug Platz. Motorkabel reichen auch noch. Mindestens 10 cm Luft dazwischen. Der geht hoffentlich auch noch drauf. Das ist okay. Oh, Akkuhalter fest.
Reglerhalter passt auch soweit. Zeichne ich natürlich nochmal um, dass, wenn die später verkauft werden, da nicht drum rumgeflext werden muss. Jetzt hängt es eigentlich nur noch an dem scheiß Ritzel, was ich nicht mehr finde. Gut, Ritzel besorgen, Ritzelspül einstellen, Deckel drauf, noch ein bisschen Verkabelung, Licht noch anklemmen und dann sind wir hier soweit durch. So, Zahnrad ist angekommen. Jetzt können wir endlich Motor und alles vorne zumachen, hinten. Wir haben es nach 2 Uhr. Ich bin eigentlich schon in Schlafstimmung, aber ich will übermorgen zum Adrian fahren. Und da würde ich dann gerne den First Run hier mit in Bakede machen. Ja, deswegen jetzt nochmal Nachtschicht einlegen und das Ding fertig zusammenbauen. So, wir fahren jetzt die Originalübersetzung 1854 ist es, glaube, und der Motor ist ziemlich weit drüben. Heißt, hier außen ist nur wenig Platz. Sprich, wir bekommen den Lüfter, nee, den Kühler, nicht so einfach drauf. Deswegen müssen wir hier ein bisschen was von den Kühlrippen wegflexen. Und dann sollte er drauf passen. Heiß. Ich gehe das mal abkühlen. LED-Lüfter in doppelten und in den doppelten kommt der Regler. Apropos Regler, ich hatte ja letztes Mal das hier abgeflext. Ich habe es nochmal neu gezeichnet. In ordentlich. Und ja, das können wir jetzt einbauen. So, bei der Stromversorgung ist jetzt wichtig, dass ihr den vorderen Regler den Servo und den Empfänger versorgen lasst mit Strom und der hintere Regler darf nicht gleichzeitig auch BEC-Spannung nach vorne schicken, also nicht mit zwei Reglern gleichzeitig. Deswegen kappen wir von dem Kabel, was nach vorne geht, die Plusleitung und somit ist dann sichergestellt, dass nach vorne kein Strom geht.
So, Motorkabel verdreht einstecken, eine Phase verdrehen. Oh ja, ich sehe gar nicht, was was ist. Egal, kann man nachher noch ausprobieren. Auf jeden Fall muss der hintere Motor falsch rumlaufen. Entgegengesetzt zum vorderen Motor. So, jetzt können wir eigentlich hier noch einstecken und dann können wir einmal Strom drauf geben. Jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Sobald ich den hinteren Regler anmache, fängt der vordere an zu blinken. Er hätte angeblich kein Signal mehr. Sobald ich ihn rausziehe, geht er wieder. Das war bei Max 5 nicht so. So, jetzt will der hintere laufen, aber der vordere nicht mehr. Sobald ich ihn ausmache, geht der wieder. Das ist natürlich extrem scheiße. Ich werde jetzt mal hier noch die Verbindung schaffen zueinander. Nicht, dass wir wegen Ground ein Problem haben. Scheiße. So, ich habe jetzt beide Regler miteinander verbunden. Leider, Fernsteuerung. Leider ist das Problem immer noch da, sobald ich den zweiten Regler anmache. Jetzt läuft der vordere. Sobald ich den hier anmache, sagt der, er hat kein Signal mehr und der hintere will laufen. Ich habe jetzt den Motorkabel draußen. Aber wir haben ja einen Mehrkanalempfänger, deswegen werde ich jetzt den zweiten Regler einfach auf einen anderen Kanal stecken und das dann in der Fernbedienung mischen. Aber hatte ich bis jetzt noch nie gehabt. Ich habe immer Max 5 verwendet und da funktioniert das ohne Probleme mit dem Y-Kabel. Ja, nur hier jetzt leider nicht. So, hat funktioniert. Auf Kanal 3 ist jetzt der zweite Empfänger. Kanal Gas und Kanal 3, also 1 und 3, laufen jetzt komplett synchron. Und jetzt funktioniert es. Wunderbar. So, jetzt können wir den Rest zusammenschrauben. Jetzt haben wir hier die Karosserie von TMT aus der Türkei. Direkt passend für den 606. Jetzt probieren wir das einmal aus, ob das funktioniert mit dem Regler. Auf jeden Fall genug Platz. Können wir so festziehen. Jetzt fehlt noch der Frontbumper und die Lichter vom Frontbumper muss ich hier noch einstecken und dann kommt hier noch mal ein Schrumpfschlauch drum.
Aber alles in allem ist er jetzt fertig. Ach, Regler noch anlernen. Das mache ich aber später. Dann muss ich mir nochmal die Anleitung holen. Regler noch anlernen und Frontbumper. Das sind jetzt die letzten zwei Sachen. Gerade nochmal ausprobieren. Funktioniert.